So, meine Damen und Herren, und wir verabschieden alle Gruppen nochmal im Rahmen eines großen Finales und bitten die Leinegarde aus Neustadt am Rübenberge auf den Platz zu kommen. Die Leinegarde! Thank you.
Musikchor Ahoy aus Hamburg. Des Weiteren die Völkerlöwen aus Neustadt.
Wasser geht für den Frankfurt Potsdam. Der Gastgeber des heutigen Tages und das jetzt bringt die Showband hier vor. Applaus
schließlich für ein internationales Programm, wie gestern und heute gehört, darf ich Sie bitten, sich für die deutsche Nationalhymne, gespielt durch die Showband Gifhorn, von Ihren Plätzen zu erheben. Ansonsten hören wir die niederländische Nationalhymne. Thank you.
Ja, jetzt muss ich das Wort noch ergreifen oder will es ergreifen oder wie man es auch nennen kann. Ich habe eine erfreuliche oder ein weniger erfreuliche Nachricht, wie man es auch sehen möchte. Sie haben es wahrscheinlich in der Presse mitbekommen, dass ich irgendwann aufhören möchte. Und ich habe mir zum Anlass genommen, wenn ich aufhören möchte, möchte ich es an einem schönen Auftritt machen. Ich finde unser Festival klasse. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir Stress hatten im Hintergrund. Und darum möchte ich Ihnen einfach heute meine Nachfolgerin vorstellen, die ab heute dann Dirigentin oder Dramatikerin in der Show mit Gifhorn sein wird. Und da möchte ich meine Larissa nach vorne bitten. Uniform konnte ich leider nicht so schnell schneidern lassen, weil die hat vor im Winter noch zu wachsen, die kriegt sie dann im Frühjahr, aber sie kriegt schon mal geschafft. Und für den Jungstrauß wünsche ich einfach hier für die nächsten, ich sag mal 25 Jahre als Dramatiker der Show in Gifhorn einfach alles Gute. Thank you.
möchte nun die Dirigenten bitten, sich wieder zu ihren Gruppen zu begeben. Ja, meine Damen und Herren, das war ein langer und wie ich meine ein sehr, sehr eindrucksvoller und auch sehr, sehr schöner Tag. Wir haben viele Gruppen gesehen, wir haben die unterschiedlichsten Stilrichtungen gesehen, wir haben tolle Momente erlebt bei diesem wunderbaren Wetter. Also für uns hier vorne hätte es nicht viel schöner laufen können. Und sie waren ein tolles Publikum. Wir beide möchten uns eigentlich vorab jetzt schon mal verabschieden. Die Gruppen werden in umgekehrter Reihenfolge, wie sie auch das, oder in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, auch wieder vom Feld laufen. Bleiben Sie noch ein wenig, genießen Sie noch ein wenig die Musik, die Sie sicherlich noch hören werden. Ich bedanke mich bei Ihnen und möchte die Leine gerade schon mal bitten, sich bereit zu machen, um dann das Feld. Ich höre gerade, die Leine gerade spielt ein. Nein. So. Neustadt am Rückberg.
Vielen Dank, Wölfer Löwen aus Neustadt. Wir verabschieden uns vom Verfahren zu Königstein von 1966. Da hatten die tatsächlich 4 Ausfälle insgesamt und das Passfair-Corps möchte sich noch einmal ganz speziell bedanken bei der Showband Gifhorn, dass diese Ausfälle ganz toll betreut wurden. Und ganz besonders wollen sie sich bedanken bei Ingo Meyer und bei Nicole Gödecke, weil die beiden sind tatsächlich, weil jemand über Nacht ins Krankenhaus musste, haben sich die beiden die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und diese Person dort betreut und stehen heute trotzdem in der Showband Gifhorn hier auf dem Platz. Das Passfair-Corps möchte sich
gerade deswegen speziell bei diesen Personen und für die ganze Betreuung, für die gesamte Unterkunft noch einmal bei der Showband bedanken. Ein ganz toller Zug von euch, vom Paul Spare Corps, und bitte führt auf, was immer ihr noch aufhören möchtet. Die Show wird hier vorne zum Abschluss noch einmal für Sie. Auf Wiedersehen.